Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht es wieder um Multiplikation mit Zehnerzahlen. In diesem Video handelt es sich bei beiden Faktoren, also beiden Zahlen, um Zehnerzahlen. Wir rechnen die Aufgabe 60 mal 20. 6 mal 10 kannst du als 60 und 2 mal 10 als 20. Das kannst du umformen in 6 mal 2 und 10 mal 10. Dabei sind 6 mal 2 12. Das ist das kleine 1x1, das kannst du auswendig. Und 10 mal 10 kennst du aus den vorherigen Videos. Das ist 100. 12 mal 100 ist dann 1200. Also ist 60 mal 20 1200, weil diese Aufgaben wieder ergebnisgleich sind. Darstellen kannst du das Ganze auch als Rechteck. Die längere Seite ist 60, also 60 kleine Kästchen auf dieser Seite. Die kleinere Seite ist 20. In diesem Rechteck sind also 1200 kleine Rechtecke enthalten. Aufteilen kannst du das so. Du hast hier ein kleines Rechteck, das ist 6 mal 2 Kästchen groß. Also 6 auf der einen Seite, 2 auf der anderen. Dieses kleinere Rechteck hast du nun 10 mal auf die eine Seite von der 20 und 10 mal auf die andere Seite, also nach unten bei der 60. Somit hast du dann 100, also 10 mal 10 dieser kleinen 12 flächengroßen Rechtecke in dem großen Rechteck. So kannst du dir die Aufgabe vorstellen. Wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne. Tschüss!